Bereits als Kind hat man mir gesagt, dass ich etwas Besonderes sei. Ein Wunderkind mit großem Potenzial. Ich ging zum Sanktum der Ishari, um mir so viel Wissen der Meister wie möglich anzueignen. Aber ich sah ihre Angst vor der Wahrheit. Nichts konnte ich von ihnen lernen. Aber die alten Bücher, die Prophezeiungen, die sie enthielten, zeigten mir alles, was noch kommen und alles, was ich werden könnte. Dann, eines Tages, fiel ein Stern vom Himmel. Das Zeichen, dass meine Stunde gekommen war. Ich werde nach Westen gehen, nach Tristram, um die Finsternis aufzuhalten, die mit dem Stern kommen soll, um das Schicksal zu erfüllen, das mich ruft. Ich kann Angst und Tod riechen. Der gefallene Stern ist nahe. Der gefallene Stern hat das Gleichgewicht dieses Landes gestört. Ich suche nach ihm. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende, Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Hauptmann Runford, da sind noch mehr! Wir können die Tore nicht öffnen, bis wir sie zurückgedrängt haben. Es kommen immer mehr! Öffnet das Tor. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Ihr findet Lea im Gasthaus zum geschlachteten Teil. Leichen, bevor sie wieder auferstehen. Ich bin gekommen, um mehr über den Fall des alten Tristram zu lernen. Das hier ist näher an der Geschichte der Stadt, als mir lieb ist. Die Kirche von Chakarum ist in Ungnade gefallen. Welcher Glaube kann uns jetzt noch retten? Jahrelang hatten die Dorfbewohner viel zu viel Angst davor. Seid ihr Lea? Rumford sagte, ihr habt den fallenden Stern überlebt. Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Cain in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte, ihn zu finden, doch die Toten erhoben sich bereits. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch... Passt auf, die Verwundeten! Sie verwandeln sich! Für die Wirtschaft ist das der Tod. Die Toten werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Ich werde ganz sicher dafür sorgen, dass dies nicht geschieht. Eure Stadt ist sicher. Hab Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist.
Seit 6 Tagen werden wir nun schon belagert. Onkel Deckard wird weiterhin vermisst. Hauptmann Rumford und die anderen verlieren die Hoffnung. Ich sage ihnen, sie sollen... Nicht aufgeben, aber wenn nicht bald Hilfe eintrifft. Ich habe Marco versprochen, ihn zu beschützen. Jetzt ist er tot. Was kann ich tun, um euch im Kampf gegen die lebenden Toten zu helfen? Ich bewundere euren Mut. Aber Hauptmann Dalton und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Danke für die Warnung, aber ich habe nicht vor, heute zu sterben. Nun, ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen, die diese Abscheulichkeiten hervorwürgen. Sie greifen die Barrikaden an! Das ist eine von diesen scheußlichen Müttern. In den Ruinen die Straße hinunter gibt es noch mehr von ihnen. Könnte.
Die Toten, sie haben angefangen, uns zu fressen, während wir schliefen. Sie sind überall. Lauft, rettet euer Leben. Diese Bestien haben sie wohl kaum genommen, oder? Die Ruinen von Altristram. Diablos Schatten schwebt noch immer über diesem Ort. Ich warte immer noch. Ich bin noch nicht wieder bereit. Thank you.
sie. Danke für eure Hilfe. Aber könntet ihr vielleicht ein Wörtchen mit Lea sprechen? Sie will die Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht aufgeben. Und das sollte sie auch nicht. Ich werde ihr helfen, ihn zu finden. Wenn mich meine alten Meister jetzt sehen könnten. Ich habe Marco versprochen, ihn zu beschützen. Kommt, lasst uns auf die Suche nach eurem Onkel gehen. Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen. Die Wachen hatten ihre Tore verschlossen, bevor sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Rumford hat mir erzählt, dass sie sich bis zu Adrias Hütte durchgekämpft hatten. Der Schlüssel muss noch immer dort sein. Hier, lasst mich das Tor öffnen. Adria war meine Mutter, doch ich weiß nicht viel über sie. Sie starb, als ich noch klein war. Onkel Deckard hat sich groß gemacht. Wie ist das mit eurem Vater? Ich habe gehört, er war ein großer Krieger. Er starb, als Tristram den Dämonen in die Hände fiel. Ich habe nicht genug Arkane. Im östlichen Königreich Kejistan habe ich Gerüchte über Krieger der Zakarun gehört, die Kreuzritter genannt werden. Die Einwohner waren diesbezüglich sehr verschwiegen. Doch ich konnte kombinieren, dass dieser Orden vor 200 Jahren gegründet wurde. Zur Zeit, als Rakis seine Paladin-Armee nach Westen führte. Doch diese Kreuzritter reisten gen Osten und hatten eine ganz andere Mission. Schaut, ein verborgener Keller. Folgt mir. Hier liegen die Geheimnisse eurer Mutter verborgen. Leute sagten, sie sei eine Hexe gewesen. Aber ich habe ihnen nie geglaubt. Ich brauche mehr Arkankraft. Ich brauche mehr Zeit. Hier ist der Schlüssel und das Tagebuch meiner Mutter. Das, was ich bisher gesehen habe, erschreckt mich etwas. Ich will mehr über sie erfahren, aber das kann noch warten. Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Ich durchsuche die Kathedrale, ihr bleibt hier und findet heraus, was ihr könnt. Vielen Dank. Elden ist letzte Nacht zu mir gekommen. Ich ahnte, was sich in seinem aufgewühlten Herzen verbarg. Ich tröstete ihn so gut ich konnte. Dennoch, wohin auch immer er aufgebrochen ist, die Hölle wird ihn verfolgen. Der Schatten droht, Tristram allein zu hüllen. Aber wie Elden werde ich verschwunden sein, bevor es soweit ist. Ich habe nicht genug Arkankraft.
also die Kathedrale von Tristram. Der gefallene Stern ist hier irgendwo. Seltsamer Magie durchsetzt. Forschungen haben ergeben, dass ein hoher Geistlicher der Zakarum, Akan, die Verderbnis zu führen begann, die am Herzen seines Glaubens fraß. Er wusste, dass sie mit der Zeit seine geliebte Kirche zerstören würde und dass er handeln musste. Nach langem Beten kam Akan die Idee eines Kreuzritterordens. Mein Name ist Lachdanan und ich bin verflucht. Ich war einst der Hauptmann von König Leoriks Armee, lebte nur für mein Land und meinen König. Niemand liebte seinen König mehr als ich. Selbst dann noch, als ich meine Klinge in sein dunkles, verdorbenes Herz stieß. Es war Lazarus. Dessen bin ich mir sicher. Nur er fand beim König Gehör. Und belegte ihn so mit finsterer, bösartiger Magie. Er redete ihm ein, dass ein Angriff aus Westmark unmittelbar bevorstand. Aus Angst, gegen den Erzbischof aufzubegehren, stimmten die nichtsnutzigen Berater widerstandslos zu.
und schickten uns in den Tod. Helf mir! Es ist in mir! In mir! Oh! Ich habe nicht genug Arkankraft. Thank you.
Hoffentlich stürzt es nicht ein. Der Skelettkönig? Die Macht des gefallenen Sterns hat mich erweckt. Und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe. Warn, bringt mir seine Knochen. Euer Leben für mich riskiert. Das Glück ist euch hold, alter Mann. Ich bin hier, um euch zu Lea zurückzubringen. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Lea wohlauf ist. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang erfahren. Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Folgt mir nach Tristram. Ich habe mein Versprechen gegenüber Lea erfüllt und ihren Onkel Deckard Cain gerettet. Alles, was jetzt noch zwischen mir und dem gefallenen Stern steht, ist der Skelettkönig, der zurückgekehrt ist, um Tristram erneut in Finsternis zu stürzen. Onkel, du lebst! Dank dir und deiner Freundin hier. Die Zeit wird knapp. Erzählt mir vom gefallenen Stern. Ich weiß nicht viel, fürchte ich. Obwohl die Prophezeiung der Endzeit ihn sicherlich als Zeichen deutet, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher, Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Leorics Schicksal ist tragisch, doch mir geht es um den gefallenen Stern und der Skelettkönig ist mir im Weg. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hedrick auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Lea, du solltest die Zeichen nicht so leicht abtun. Ich habe ein paar neue, musst mir aber versprechen, dass egal, was ich dir verkaufe, du sehr gut darauf aufpassen wirst.
Lea hat die ganze... Mir ist zwar jeder einzelne meiner Gegenstände sehr ans Herz gewachsen, aber wenn es sein muss, kann ich mich von ein paar Sachen trennen. Habt ihr gehört? Der alte Rumford hat unsere Ration halbiert. Schmied? Deckard Cain sagte, ihr könntet helfen, die Krone Leorix zu finden. Nicht jetzt. Meine Frau, sie ist im Keller eingeschlossen. Genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Ich weiß, dass es schwierig sein wird, aber sie würde es wollen. Ich werde euch helfen. Hab Dank. Folgt mir. Freunde, es tut mir leid. Es muss getan werden. Bitte vergib mir. Aha! Hedrick, hilf mir! Ich brauche mehr Arkankraft. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist Hedrick Eamon. Nun, Hedrick, Deckard Cain erzählte mir, ihr wüsstet, wo Leorix Krone abgeblieben ist. Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt, meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Hain des Wehklagens finden. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll.
Rache erfahren. Ich werde noch mächtiger. Geisteskraft. Der Lehrling des Schmieds ist tot. Ich sollte Hedrick davon berichten, wenn ich ihn sehe. Überdenkt euer Vorhaben. Brauche mehr Arkankraft. Ich brauche mehr Zeit. Das ist noch nicht bereit.
nicht genug Arkankraft. Sammelte die frommsten, ehrgeizigsten und kämpferischsten Zakarum-Gläubigen um sich. Er lehrte sie, die Macht des Lichts zu nutzen, wie es auch die neuen Paladine lernten. Doch diese Rekruten, diese Kreuzritter, gewannen einen Einblick in die Urkräfte der Zakarum, wie ihn kein Paladin je erhalten hat. Noch Arkankraft. Kreuzritter alles gelernt hatten, was sie lernen konnten, entsandte Arkan sie in die Welt. Sie sollten einen Weg finden, den Glauben der Zakarum von der Verderbnis zu reinigen, die sein Herz ergriffen. Sie hatten kein klar umrissenes Ziel und manche Geistliche meinten, dass ihre Mühe vergebens sei und ihr Auftrag nie erfüllt werden könne. Doch die Kreuzritter ließen sich nicht beirren.
bereit. Die Kreuzritter schworen, ihre Leben der Suche zu weihen. Keiner glaubte, dass er derjenige sein würde, der die Verderbnis fand, reinigte und so den Kreuzzug beendete. Die Kreuzritter glaubten, dass die Suche sie adelte, dass die Disziplin ihres Lebens und ihre Reise das wahre Ziel war. Sie sollten in der Suche einen Sinn finden. Nicht genug Arkankraft. Ich warte immer. Bereit.
bin noch nicht wieder bereit. Ich warte immer noch. Scheint einem Kanzler angemessen. Die Krone muss hier sein. Ah!
Ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslasst. Noch nicht bereit.
Karte übernommen.
glauben. Ich bin in einer Falle gefangen.
Leoriks Ernennung zum König brachte er viele Adlige mit sich. Und die wollen natürlich alle, warum auch immer, edle Krypten. Also habe ich mir meine Schaufel geschnappt, weil ich dachte, ich könnte mit ein paar Löchern leichtes Gold verdienen. Ha, die Nachfrage in der Gegend hier ist endlos. Jetzt grabe ich von morgens bis abends. Selbst meine Träume sind... voller Erde. Ihr habt die Krone gefunden. Um ehrlich zu sein, hätte ich es nicht erwartet, euch je lebend wiederzusehen. Ah, sie muss repariert werden. Sollte kein Problem sein. Es ist schön, wieder zu arbeiten. Bitte. Genauso neu wie an dem Tag, an dem sie dem finsteren König auf den Kopf gesetzt wurde. Ich habe genug vom Schaufeln schmieden. Ich muss mich mit etwas Sinnvollem ablenken, damit mein Leben wieder Bedeutung hat. Und das wird es auch. Ihr werdet für mich Waffen herstellen, mit denen ich meine heilige Pflicht erfüllen kann. Ich habe noch weitere Nachrichten. Euer Lehrling ist tot. Närrischer Junge. Macht euch auf das Schlimmste gefasst und ihr werdet nicht enttäuscht. Ich danke euch für die Nachricht. Ich habe ein paar neue Waren, die dir bestimmt gefallen werden.
Ich habe die Krone. Wie kann ich zum Skelettkönig gelangen? Ah, endlich. Damit könnt ihr die versiegelte Tür in dem Raum, in dem ihr mich gerettet habt, öffnen und die königlichen Krypten betreten. Wenn ihr den Skelettkönig gefunden habt, setzt ihm die Krone auf das Haupt und zerstört ihn. Der Skelettkönig wird noch heute sterben. Ich muss den gefallenen Stern finden. In der Westmacht zurückkehren, verlor mein geliebter König die letzten Anzeichen der Vernunft. Er schäumte vor Wut und beschimpfte uns auf übelste Weise als Verräter. Unter großem Kummer durchbohrte ich ihn mit meinem Schwert. Zeit.
werde auf ewig Qualen leiden für den letzten Versuch, meinen König zu ehren. Als wir ihn in seiner Gruft bestatteten, manifestierte er sich als grässlicher Skelettdämon. Gorash und meine anderen Ritter wurden sofort überwältigt. Doch ich kämpfte weiter. Nun wandere ich, verflucht durch meinen einst geliebten König. Das Böse nagt an meinen Knochen und ich drohe, ihm zu unterliegen. Um mein geliebtes Tritt... Stram zu schützen. Muss ich mich in das Labyrinth begeben, um dort allein zu sterben? Werdet ihr bald erfahren. Helft mir, meine Ausrüstung zu finden.
und ich werde euch reich belohnen. Sagt, was führt euch an diesen höllischen Ort? Ich muss den Skelettkönig vernichten. Dann sind unsere Ziele dieselben. Glühenden Grube vorbeigezerrt. Wie ist sie entstanden? Das ist es, was ich hier habe. Hier entlang. Da sind meine Waffen. Nicht bereit. Er ist frei! Er darf sich nicht bewaffnen! Krieger des Templerordens. Sucht ihr nach dem Skelettkönig? So müsst ihr zunächst an Yonda vorbeikommen. Es gibt keinen Grund, allein zu kämpfen. Ich stimme euch zu. Lasst uns Seite an Seite kämpfen. Schwarze Magie versperrt uns den Weg. Doch der Wille eines Templers ist stärker. Ich warte. Das kann ich leider nicht tun. Helft mir! Ich bin nicht lustig. Ich wurde geheilt. Das ist noch nicht bereit. Ihr wart ein Templer, Yonda. Wie konntet ihr diesen Zirkel erleben? Der dunkle Zirkel ist jetzt meine Bruderschaft, Cormac. Die Mächte, denen ich diene, werden bald diese Welt beherrschen. Nicht bereit. Bitte vergebt mir. Mein Blick war von der bösen Magie des dunklen Zirkels getrübt. Verrat kann nicht vergeben werden. Danke für eure Hilfe. Ich werde euch auf eurer Jagd nach dem Skelettkönig begleiten, allerdings unter einer Bedingung. Wenn wir die heiligen Schriften meines Ordens finden, gehören sie mir. Eure Bücher haben keinen Wert für mich. Sie sind euer. Wohlan denn, Skelettkönig. Nehmt euch in Acht.
Ein würdiges Opfer. Dieses Monster wird sterben. Ich brauche mehr Zeit.
brauche mehr Zeit. Der Kreuzritter war ein Krieger von außergewöhnlicher Kraft. Er beherrschte die Macht des Lichts, die Macht von Schwert und Schild und die Macht seiner selbst. Jeder hatte einen Eid abgelegt, als Kreuzritter zu leben und so zu sterben. Vor 200 Jahren machten sich die Kreuzritter mit ihren Knappen ins Sumpfland im Osten auf. Man hat nie wieder von ihnen gehört. Bis heute. Haltet euch von ihm fern. Diese Bürde muss ich allein tragen. Möge der Tod euch Frieden schenken, Leoric. Verräter! Selbst im Tod werden die Armeen... des Lebens Garne in mein Grab zu tragen. Thank you.
Ihr werdet mich niemals besiegen! Ihr seid derjenige, der vom Himmel fiel? Ich glaube nicht, dass das Böse an diesem Ort von euch ausgeht. Ich erinnere mich daran, zu fallen. Könnt ihr euch erinnern, wer ihr seid? Weshalb seid ihr hier? Ich bin nicht euer Feind. Ich glaube, dass ich gekommen bin, um euch zu warnen. Die Dunkelheit rückt näher. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich sollte euch nach Tristram zurückbringen. Cain wird wissen, was mit euch zu tun ist. Ich bin weit gereist, nur um herauszufinden, dass der gefallene Stern ein Mann ist. Wer ist er? Warum ist er gekommen? Er erinnert sich an nichts.
Vielleicht hat Kane die Antworten. Meine Dienste gehören euch, wenn ihr mich mitnehmt.